Liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Olympiastadion, wo im Moment wirklich hervorragendes Fußballwetter herrscht. Am Mikrofon melden sich wie immer Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir dürfen dieses heutige Spiel für Sie zu Hause kommentieren. Hertha BSC gegen Hamburger SV. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Jetzt können Sie flanken. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Kittel. Sie verlieren hier den Ball. Niklas Stark. Ja, geht gut dazwischen. Sie spielen den Ball steil. Guter Heber. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Geht er rein? Chance lebt noch. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Niklas Stark. Pekarik. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Einfacher Ball hier für den Torwart. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Darida. Den Ball kann er abfangen. Da suchen sie jetzt die Lücke. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ishak Belfodil. Sousa. Hertha macht Druck. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Er könnte flanken. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Da kann er sich den Ball holen. Zweikampf um den Ball. Einwurf Hertha. Santiago Ascasiba. Das ist ein vielversprechender Pass. Lucas Toussaint. Wladimir Darida. Schöner Spielaufbau jetzt. Guter Zweikampf. Kittel. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Niklas Stark. Fairer Einsatz hier. Einwurf für die Berliner. Gute Balleroberung hier. Die Zahlen des HSV in den deutschen Wettbewerben lesen sich schon beeindruckend. 6-mal deutscher Meister, 3-mal Pokalsieger. Damit gehören die Hamburger zu den erfolgreichsten Teams überhaupt. Es liegt allerdings alles schon ein paar Jahre zurück. Die letzte Meisterschaft 83, der letzte Pokalsieg 87. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich werden. Kittel. Ist es das? Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben.
Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber das Ergebnis zeigt, sie machen zu wenig draus, viel zu wenig, nur unentschieden. Und das kann ihnen nicht reichen. War das eng? Er holt sich den Ball. Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Darida. Peter Pekarik. Jetzt die Flanke. Aber das ist abseits. Ja, und das ärgert sie. Es war abseits bei dieser Flanke, ist keine Frage. Aber die Chance haben sie verschenkt. Moritz Heyer. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Da gewinnt er den Zweikampf. Kittel. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Niklas Stark. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Geht mit Einwurf weiter. Ishak Belfodil. Santiago Ascasiba. Ishak Belfodil. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Wir sehen es, sie lassen sie kommen. Ishak Belfodil. Ball ist unterwegs. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Sie gehen dazwischen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Santiago Ascasiba. Das wird Einwurf geben. Nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Sie werden hier wechseln. Moritz Heyer. Meffert. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da wäre der Platz, um zu flanken. Ah, das gibt Einwurf. Klasse Pass. Ball kommt in die Mitte. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Kurze Ecke. Flanke kommt in die Mitte. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht.
Ecke in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gute Aktion. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht, Buschi. Fahne oben. Klar, abseits. Gut gesehen von den Unparteiischen. Das war knapp, das war eng, aber die richtige Entscheidung. Santiago Ascasiba. Santiago Ascasiba. Hertha macht Druck. Wladimir Darida. Ball kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Niklas Stark. Ishak Belfodil. Wir werden heute mit Toren nicht gerade verwöhnt. Endlich der erste Treffer. Ja, und die Freude ist natürlich riesengroß. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Kommt jetzt die Flanke? Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Gefährlich, der Steilpass. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Suazerda. Schön dazwischen gegangen. Meffert. Sebastian Schonlau. Schönes Anspiel. Moritz Heyer. Wird's jetzt gefährlich? Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Wir sehen den Wechsel. Gefährlich jetzt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Klasse Technik. Das ist noch mal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Hauchdünner Sieg am Ende, es war ein enges Spiel, aber sie gewinnen das Ding und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das war gut, was er heute angeboten hat.